Willkommen zurück zu Let's Play Grandia 2. Im letzten Part haben wir gesehen, beziehungsweise ich habe es nachgeguckt, ich hoffe, ich konnte jetzt nicht reinzuschneiden, haben wir gesehen, wie Granas stirbt. Der Kampf zwischen Gut und Böse. Granas hat ihn verloren. Und ja, Sera ist zusammen mit Elena zum Mond. Ja, zum Mond. Warum auch immer er zum Mond wollte. Aber er ist zum Mond. Und wir müssen ihm jetzt hinterherfliegen mit dem Kraner selber. Allerdings könnte das schwieriger sein als erwartet. Da wir nicht mehr so viel Kraft in ihm haben. Aber okay, schauen wir nach. Viel bleibt uns nicht übrig. Außer da jetzt einfach hinzugehen. Mehr kann ich nämlich momentan. Ich hätte aber gerne erst nochmal die Möglichkeit in den Shop zu gehen. Mal sehen. Vielleicht haben sie ja jetzt irgendwie was Neues. Holy Soul Blade. Attack drops the enemy death level. Okay. Das war schon ziemlich cool irgendwie, aber. Also jetzt die HP herzustellen. Aber so viel hat es im Endeffekt ja auch nicht gebracht gemacht. Eine davon, ich weiß nicht, ob ich sie brauchen werde. 40 Attacke. Okay. Find ich gut. Mehr brauchen wir auch schon gar nicht mehr wieder. Na gut. Ich hatte aber noch was bekommen, weil ich glaube nicht, dass ich die jetzt gerade sinnvoll ausrüsten kann, oder? Auch die heiligen Dinger kann Erdfragen sogar. Boah, das ist nicht mehr dran. Wirklich. Aber ich lasse es mal so jetzt. Und gehe jetzt erstmal zum Kraner selber. Okay, das Schwert hat die Power von Kraner selbst. Interessant. Vielleicht können wir damit ja irgendwas machen. Wir werden die Welt retten. Und wir werden auch Elena retten. Wir gehen zum Mond. Okay. Dann auf geht's. Valmar's moon. Tio, just plunge it in. Yes, sir. Und einmal mehr. Eine Cutscene, die ich nicht sehen kann. Und reinschneiden muss. Na gut, aber wir sind direkt auf dem Mond. Hier lebt nichts mehr auf diesem Ort. Es ist nur ein übler Geruch. Es ist immer noch inaktiv. Die Wiedergeburt von Weimar hat noch nicht begonnen. Es ist mir scheißegal. Wir müssen Elena zurückkriegen. Jetzt! Okay, Ryudo. Du sagst es. Es ist
vollkommen egal. Nicht egal, es ist, dass die Kamera irgendwie einen ziemlich blöden Weg gerade hat, aber jetzt gerade. Kommt doch an, wo wir so lang gehen dürfen. Weiter zu können wir sie nicht drehen. Bisschen blöd, wenn man nicht in die Richtung gucken kann, wo man lang gehen soll. So richtig. Dann war es Mond 1. Okay. Dann speichern wir. Das wird interessant. So, gibt es hier auch normale Gegner. Da kann ich wieder lang. Da muss ich lang, okay. Bin gespannt. Das war auch mal wieder ein sehr interessantes Geräusch. Und ja, hier gibt es Gegner, okay. Die wir jetzt aber momentan zu dritt bekämpfen müssen. Okay, wollen wir nochmal sehen. So. Ah, schade, es geht noch rein. Aber okay, probieren wir es aus. Schauen wir mal, wie Gadzam aussieht. Ich bin gespannt. Ich weiß gerade eh nichts, was du großartig machen willst. Du hattest aber Meteor Strike. Das geht auch nur auf einen. Schade. Schauen wir. Wow! Ja, das sah ganz nett aus. So, Sephiroth lässt grüßen, ne? Da denkt man, das kleine Ding und der kleine nur von dem großen vernichtet. Hehehe, hi. Okay. Boah, 2900. Ach du Schande. Das ist ziemlich guter Schaden. So. Okay, dann hauen wir jetzt erstmal das Ding kaputt. Und der kriegt jetzt auch noch seine Sachen ab hier. Wunderbar. Ba-ba-da-bau. Okay. So, dann wollen wir erstmal das andere Mal noch einmal kurz equippen. Ah, warte mal. Ich muss mal kurz gucken, welche Eier jetzt was waren. Das ich nicht nutzen wollte. Baboon, das Gravity Egg. Genau, Baboon will ich nämlich nochmal nutzen. Und es hat auch den All Healer drin. Genau wie das den All Healer drin hat. Okay. Also, Equip. Marek, Star Egg weg. Fürs Gravity Egg erstmal rein. Okay. So, hallo Truhe. Hätte ich gerne. Löwenharpe, Löwenschuhe, New Rex Battle Axe. Schauen wir nochmal. Plus 2 SP recovering during combat. Oh, hört sich auch gut an. Oder warte mal. Kannst du die anziehen? Jawoll, ja. Dann gebe ich dir die gerne. Noch schneller ist. Weil, warum nicht?
bereitet euch darauf vor, einen Boom-Pow abzuziehen. Ah ne, ein Baboon. Okay. Auch gut. Let those who war with life forfeit their oath. Okay. Wow. Ja, das sieht auch leicht heftig aus. Okay. Ja, und das macht so verdammt viel Schaden. Okay. Okay. Alles klar, Marek ist gut. Ich würde mal sagen, das ist ein ziemlich guter Angriff. Ja, passt. Hier lang. Und euch bekloppen. Na, ich glaube, jetzt greifen wir erstmal einfach so an. Das Flower treffe ich dann ein paar mehr. Zwei immerhin. Dann kann ich die zwei ja auch immerhin noch ein bisschen hinhalten. Das ist ja auch nicht schlecht. So. Okay, hier ist inzwischen auch relativ schnell. Das ist gut. Erstmal den da platt. Nur gucken, was ich mit dem da. Okay. Neuner kam zum Angreifen und trifft Theodor noch mit dem letzten Schlag, wo er sich irgendwie so komisch rumdreht. Aber okay. Kein Problem. So. Okay, da haben wir einen weiteren Trank. Potion of Azure. Nehme ich. Das schneiden wir. Okay, was ist gut? Das ist irgendwie solche Zombies, die wir schon mal hatten. In Gaia damals. Zumindest. Evil Maneuver. Okay. Kauf, auch wenn du böse bist. Ich will gerade sehen. Wie du es lieber hättest. Okay, Kälte. Das ist relativ egal, weil ich kriege keinen Schaden und das ist nach dem Kampf okay. Denn du kriegst jetzt eh aufs Spiel. Wunderbar. So. Ich seh dich. Hab dich schon gesehen, du kleines Ding da unten. Eine Runde zwei besiegt. Ist ganz okay. Und da bekommen von mir aus. Das Ding kaputt. Marek kümmert sich um den anderen. Nothing stands my place. Aber auch nichts drunter, schade. Also da können wir lang. Okay, und hier ist auch nur Geld. 6000 G. Brauchen wir das momentan überhaupt noch? Keine Ahnung. Okay, da kommen wir wieder nicht lang, also wieder der Umweg. Ne? Ich
Ich glaub's trotzdem. Das sind nur diese zwei Viecher. Sollte also kein Problem sein. So, was machst du jetzt? Blockniedle. Au. Die tat ganz schön weh. So. Sind sie sich auch nicht zu lang? Nö. Na gut. Ah, hi ihr. 200. Oh. Passt schon. So, machen wir ihn noch fertig hier. Alles kein Problem für uns. Na, er lebt sogar noch. Na gut, dann machen wir eine Wesen statt. Verteidigung sogar runter. Von dem da oben. Okay, der kommt aber noch zu seinem Schirm. Danke. Oder auch nicht. Lotus Flower. Bloom. Hat. Lieber nicht. Wenn schon, denn schon. So, Level 45. Okay, und da haben wir noch ein Item. Einen weiteren Torstein. Okay. Kann ich einfach ignorieren? Ja. Okay. So viel kämpfen muss ich hier nämlich dann auch nicht. Ach, natürlich wurde überrascht. Ich wollte eigentlich euch überraschen. Mann. Ihr habt mir voll die Überraschung versaut. Wenigstens den kennst du. Ich schon nicht dazu kommen, mehr zu machen hier. Ich will auch noch angreifen. Dann greife ich den da oben an. Wunderbar. Wunderbar. Alles kein Problem. Selbst wenn wir nur 5% sind, können wir die ganz gut hier fertig machen. Hätten wir noch Elina dazu, wäre es noch ein bisschen einfacher, aber. So. Was ist das jetzt? Ich fürchte, ich habe da irgendwas übersehen. Na gut, ich kann hier rein. Und kann das hier kaputt machen. Okay. Okay, das kommt nach Glück für mich. Das heißt, ich muss auch noch einen Weg auf die andere Seite finden. Weg dann wahrscheinlich das hier sein wird. Ich frage mich, ob sich die Wege erst aufgemacht haben. Ich habe sie vorher nicht gesehen. Okay, wir haben eine Brücke. Wollen wir mal schauen, wo sie hinführt. Außer zu dem Item.
Warum sieht der Mond eigentlich so merkwürdig aus? Ist wahrscheinlich auch noch ein Teil von Weimar. Sonst würde es nicht viel Sinn machen. Öffne dich. Das macht echt merkwürdige Geräusche, das ganze Zeug hier. Geht's hinten weiter? So viele Wege. Aber ich hole mir jetzt mal das Geld. Ich hatte ja irgendwie so atmen. In Weimars Lunge oder sowas. Ich will mich nur noch mal kurz hier ein bisschen umschauen, dann beende ich den Part. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir hier einfach weiterschauen, wo wir weiterkommen. Es gibt viel zu viele Wege. Also, bis dann.